Deidesheim steht Kopf. Immer zu Pfingsten und das seit 600 Jahren. Der Grund sind einmal wieder Schulden der Nachbargemeinde Lambrecht für die Nutzung von Weideflächen. Historisch natürlich. Um diese Schulden zu tilgen, wird ein Geißbock versteigert. Ja gut, jetzt wird demnächst die richtige Versteigerung beginnen. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr beim Läuten der Glocke. Und dann schauen wir mal, wer das höchste Gebot gibt und der bekommt dann den Zuschlag. Während der Stadtrat tagt, fallen schon die ersten Gebote. 1.100 Euro. Wie sind wir gefallen hier aus? 1.000 Euro und wo? Oh, 1.200 Euro. Ja, aber ein Geißbock, der macht das hier ohne Probleme hier. Und dann geht es schnell in die Spitze. 3.200 Euro! Ja gut, 3.200 Euro ist ein guter Preis. Wenn man überlegt, ne? 6.400 D-Mark, echtes Geld. Das ist schon stolz. Also wir sind zufrieden. Er hätte auch ein bisschen mehr bringen können, klar, weil er so toll und so stattlich war. Diesmal und es hätte uns auch gut getan von der Stadtkasse her. Aber wir sind rundum zufrieden und haben nichts zu meckern. Zum dritten Mal ist der gleiche Bieter erfolgreich. Weil das schon langsam eine Tradition ist und ein gutes Verhältnis wir haben vom Machensee zu Deidesheim. Und das ist heute der dritte Bock. Und dem wird es gut gehen, der kommt auf eine Alp in die Sommerfrische, hohen Sommerurlaub. Und ich hoffe, dass er sich fortpflanzen wird.